tut sich dein hochsensibles Kind auch immer recht schwer mit dem Lernen, dann kann es sein, dass vielleicht die Art des Lernens nicht passend ist. Das hängt nämlich auch mit den verschiedenen Lerntypen zusammen. Was es damit auf sich hat, erkläre ich dir hier in diesem Video. Hallo, schön, dass du hier bist. Ich bin Svenja Löwe, ich bin Ergotherapeutin, Autorin, Familienberaterin und selbst hochsensible Mama von 3 Kindern. Ja, das Thema Lernen ist für hochsensible Kinder oft schwierig. Irgendwie will es nicht so recht funktionieren und wir Eltern wissen manchmal einfach gar nicht, woran es liegt. Ein Teil des Ganzen kann zum Beispiel sein, dass wir den Lerninhalt einfach nicht richtig vermitteln. Ja? Es gibt ja diese verschiedenen Lerntypen. Das heißt, Lerninhalte können auf verschiedene Weisen aufgenommen werden. Ja? Und da gibt es eben diese verschiedenen Typen. Und dementsprechend hängt es auch davon ab, wie wir den Inhalt aufnehmen können, die Informationen. Da gibt es 4 verschiedene Typen, die möchte ich dir jetzt einfach mal kurz vorstellen und vielleicht ist das für dich schon hilfreich und du kannst da schon so die Art des Lernens ein bisschen anpassen, damit es dann einfach leichter wird. Der erste Typ ist der visuelle Typ. Ja, das sind Kinder oder Menschen, die einfach durch Sehen, durch das Bildliche lernen. Ja, das heißt, durch Lesen, durch Betrachten können sie Informationen aufnehmen. Und da kann es dann wirklich sehr hilfreich sein, dass man Schaubilder macht, dass man Skizzen macht, Mindmaps oder wichtige Stellen in Texten auch bildlich oder farblich markiert. Diese Kinder lernen zum Beispiel auch, oder Menschen lernen auch über Videos zum Beispiel. Ne? Also wenn dein Kind gern YouTube-Videos anguckt, dann nutzt es eben auch in die positive Richtung und lass es darüber auch Lernvideos schauen. Es gibt ja für alles mögliche Tutorials und Lernvideos. Auch das kann hilfreich sein. Und darüber können visuelle Typen sehr, sehr gut Informationen aufnehmen und verarbeiten. Für die Kinder ist es dann auch wichtig, dass die Lernumgebung aufgeräumt ist, weil umso mehr im Außen chaotisch ist, umso schwieriger wird es, um sich auf das Wesentliche, auf das Lernen zu konzentrieren. Also da immer darauf achten, dass da nicht zu viel Ablenkung da ist. Dann gibt es den auditiven Typ. Diese Typen, die lernen durch Hören, ja, die können sich da die Dinge sehr gut einprägen, die können sehr gut Vorträgen zuhören, da ist auch der Frontalunterricht ganz gut. Sie können sich Erklärungen auch vorsagen, zum Beispiel selbst formulieren und vorsagen. Oder Podcasts hören oder eben ja, laut vorlesen oder sich vorlesen lassen. Das kann beim Lernen helfen. Oder wenn Sie zum Beispiel auch Lerninhalte aufsprechen und abhören, das kann da recht hilfreich sein. Und weil viele Hochsensible eben auch geräuschempfindlich sind, ist es für solche, und wenn sie dann auch noch ein auditiver Typ sind, es kann sehr, sehr hilfreich sein, wenn die Lernumgebung ruhig ist. Also den Kindern kann in der Schule zum Beispiel auch ein Kopfhörer oder Ohrstöpsel oder so helfen oder eben auch ein Platz weiter vorne, wo sie nicht so durch die Geräusche von allen abgelenkt sind, sondern näher beim Lehrer sind und sich daran besser drauf konzentrieren können. Und zu Hause kann es aber auch sein, das muss man mal ausprobieren, dass so gleichbleibende Geräusche hilfreich sind. Also so Alphawellen oder Naturgeräusche oder eine sanfte Entspannungsmusik, die gleichbleibend ist, damit die Kinder sich darauf konzentrieren können und nicht so von so Außengeräuschen abgelenkt sind. Dann gibt es den kommunikativen oder kognitiven Typ. Diese Kinder nehmen die Informationen meistens visuell und auditiv wahr, aber sie können das Gelernte nochmal vertiefen, indem sie sich auch austauschen, indem sie darüber sprechen. Ja. Da können Lerngruppen sehr hilfreich sein.
Oder auch wenn es dann über das Gelernte mit dir oder deinen Geschwistern spricht oder vielleicht auch einen Vortrag vorbereitet und das nochmal selbst formuliert und vorträgt. Also solche Dinge können da sehr hilfreich sein. Und dann gibt es noch den haptisch oder kinästhetischen Typen. Diese lernen vor allen Dingen durch das Begreifen. Ja? Also die müssen brauchen immer so einen praktischen Teil dabei. Also rein theoretisch Wissen sich anzueignen, fällt ihnen sehr, sehr schwer. Das sind Kinder oder Menschen, die eher so Learning by Doing machen. Ne? Also alles, was sie auch anfassen können, darüber können sie lernen. Ja? Das heißt, irgendwie Modelle bauen oder Experimente machen oder Buchstabenkarten oder auch Rechenketten oder Rechenschieber zum Rechnen ist für sie sehr hilfreich. Und das ist ganz wichtig für mich auch zu sagen, dass diese Kinder oft auch in Bewegung sind zum Lernen. Ja? Und das ist für uns Eltern oft schwierig. Ja? Du kennst es vielleicht, dass dein Kind beim Lernen dann die ganze Zeit in Bewegung ist und rumläuft und dann du denkst, nein, du musst dich jetzt aber an den Tisch setzen und lernen. Aber für die Kinder ist es wirklich wichtig, so sich zu bewegen dabei. Oder auch was in der Hand zu haben, zum Beispiel einen Ball, den sie kneten können. Also, das ist da auch sehr hilfreich. Also wenn dein Kind beim Lernen in Bewegung ist, dann lass es. Dann kann es sein, dass es einfach daran hängt. Deswegen, also ich kann dir wirklich nur empfehlen, da wirklich mal genau hinzuschauen, was dein Kind dir da auch zeigt und was da auch für dein Kind in Frage kommt, weil dementsprechend, hast du ja schon rausgehört, kann man dann eben so verschiedene Unterstützungen anbieten, je nach Typ, ne? Und es ist natürlich auch wieder wie immer, es gibt nicht nur diesen einen, es muss nicht nur auditiv sein oder nur visuell, sondern es sind oft so Mischungen, ja. Und es kann sich auch mit der Zeit ein bisschen ändern, aber da einfach mal zu schauen, ja, über welchen Kanal nimmt mein Kind denn jetzt am besten wahr und was kann ich ihnen da anbieten, damit es eben den Inhalt besser aufnehmen kann und besser verarbeiten kann. Ich hoffe, dass die Infos für dich jetzt hilfreich wären und du ein bisschen mehr Klarheit hast. Ich freue mich immer über ein Like oder ein Abo meines Kanals und wenn du mehr Informationen zum Thema Hochsensibilität, Lernen oder Schule haben möchtest, dann trag dich doch auch gerne in meinen kostenlosen Newsletter ein. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß bei der Umsetzung, viel Erfolg und löwenstarke Grüße. Mach's gut, bis bald. Tschüss.